Guten Morgen, Estefania. Morgen. Ich bringe dir eben nur den Koffer hoch, weil den hast du gestern Abend im Eifer des Gefechts stehen lassen. Warst wohl froh, Ali wieder zu sehen und hast alles rumherum um dich vergessen. Wenn ich den länger als 10 Minuten gestern Abend gesehen hätte, dann wäre ich froh gewesen. Der hat mir Tschüss gesagt, ist zur Arbeit gefahren und kam dann heute Morgen, warum auch immer, erst um 6 Uhr nach Hause. Habe ich bis jetzt auch noch nicht miterlebt, aber ich bin mal gespannt, was er mir da, wenn er gleich wach ist, zu sagen hat, ne? Was? Wo ist der denn jetzt? Ja, am Schlafen, wo sonst? Mama, der ist um 6 Uhr nach Hause gekommen. Warum auch immer. Ja, komm, ihr müsst jetzt ein bisschen Zweisamkeit, ein bisschen an euch denken. Macht der mal wach oder soll ich den mal wach machen? Nee, alles gut, der wird schon von alleine wach. Ja? Ja, ja. Dann gehe ich mal zu den anderen und stresst euch, ganz einfach nicht stressen. Mhm. Kaum hat Silvia die Wohnung verlassen, kommt die Nachteule aus dem Schlafzimmer. Hallo, Schatz. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Baby. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, bei mir auch. Wie hast du geschlafen? Ja, gut, aber ich bin müde trotzdem. Ja, kein Wunder, dass du müde bist, wenn du erst um 6 Uhr nach Hause kommst. Warum bist du erst um 6 Uhr nach Hause gekommen? Ja, wir haben sauber gemacht. Sauber? Ja. 3 Stunden, du weißt auch, ihr macht um 3 Uhr zu. Ja, ich weiß, aber es war gestern ein bisschen voll. Ein bisschen lange. Ach so. Ja. Und ich habe 20 Minuten oder so mit meinem Kollegen gesetzt. 20 Minuten? Ja. Mhm. Ja, Estefania hat ein bisschen Paranoia, hat zu viele Sachen gefragt. Bist du eifersüchtig oder was? Ich eifersüchtig? Warum soll ich eifersüchtig sein? Ich frage nur, weil ich das wissen möchte. Das ist zu viel. Ich bin nicht eifersüchtig. Okay. Warum soll ich eifersüchtig sein? Soll ich eifersüchtig sein? Gibt's da irgendwas? Ja, aber du hattest niemals so etwas gefragt. Ja, weil ich auch nie gesehen habe, dass du erst um 6 Uhr nach Hause kommst. Ja, das ist das erste Mal, ich hatte was. Ja, und ich frage jetzt auch zum ersten Mal. Ich finde, in einer Fernbeziehung hat man viel mehr Eifersucht, als wenn du deinen Partner jeden Tag siehst oder der halt bei dir in der Nähe wohnt oder in deiner Nähe ist. Und ich bin da schon so, dass ich halt, wenn ich weiß, er ist unterwegs und ich dann irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Stunden keine Antwort kriege, denke ich mir schon so, okay, bist du gerade zu beschäftigt, um mir kurz zu schreiben, ne? Es ist alles gut, ich bin da und da. Und da mache ich mir dann natürlich auch Gedanken. So, ey, wurdest du von Mädels angeredet? Hast du irgendwelche Mädels angeredet? So? Was machst du, Schatz? Omelette oder was? Ich mache Omelette. Okay. Ich gehe Bad, meine Zähne putzen. Tamam. Bis gleich. Bis gleich. Bahnt sich bei Estefania und Ali eine Eiszeit an? Ein paar Stunden später entspannt die 58-Jährige im Wintergarten des Feriendomizils. Sie hat eine Frage an die Familie. Hey, Lieben, ich wollte mal fragen, wer heute Abend dabei ist beim Abendessen hier, damit ich die Vorbereitungen machen kann. Sagt mir bitte umgehend Bescheid. Danke. Aktuell weilen 13 Leute im Ferienhaus. Doch nicht immer sind alle beim Abendessen in der Familienrunde am Start. Heute zum Beispiel melden sich Servet und Ali bei Silvia ab. Wir gehen heute zu Mohammed in die Bar. Dann ist doch hinten am Strand. Silvia hat nach wie vor die Sorgen von Estefania im Kopf. Und die WhatsApp der Jungs bringt die 58-Jährige auf eine Idee. Ja, wir waren auch schon ein paar Tage nicht mehr hier weg gewesen. Und mal so eine Zweisamkeit mit dem Harald ein bisschen am Strand spazieren gehen und dann vielleicht mal an der Bar vorbeischlendern, da was trinken. Ja, da kann man ja dann auch mal so ein Auge drauf schmeißen, was die Jungs da so machen. Ich will nicht der Detektiv spielen, einfach nur so mal, aus dem Gefühl raus. Nach einem ausgedehnten Strandspaziergang freuen sich Silvia und ihr Liebster auf einen Drink. Dass es einen Grund gibt, warum Silvia den in genau dieser Bar nehmen will, ahnt Harald nicht. Ich gucke nur, ob da viel los ist. Dann können wir uns doch hier hinsetzen. Da vorne ist die Schaukel, die ist frei, so wie es aussieht. Und guck mal, dann können wir uns hier hinsetzen. Können wir gerne machen, ja. Schatz, langsam draufsetzen. Ja, stur auch meine Füße nach da vorne. Nicht, dass das jetzt. Meinst du, es hält? Schatz! Trau mich jetzt aber nicht so jetzt, ne? Schatz, setz dich. Schatz, ist doch schön romantisch hier. Ja, ne? Das stimmt. Schatz, geh mal was zu trinken holen. Ja? Ja? Was möchtest du? Ach, bring irgendwas mit, was Kühles. Ja, okay. Hoffe, ich finde den Weg noch. Ja, werde ich finden.
Ja, also ich meine, der Harald hat bis jetzt noch nichts von meiner kleinen Spionageaktion mitbekommen. Und die Jungs habe ich auch noch nirgendwo im Blickfeld gehabt. Außerhalb des direkten Blickfelds der Jungs wartet Harald auf die Drinks. Währenddessen pirscht sich seine bessere Hälfte an die Bar. Hallo. 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 Ein Kaffee. Black-Kaffee. Black-Kaffee und eine Cola. Okay. Ein Black-Kaffee. Danke. Also ich habe die Jungs jetzt gerade eben da vorne von der Bar aus gesehen und die sitzen da wie zwei Unschutzlämmer, ne? Also wie so zwei besickte Pudels, wie man so schön sagt auf Deutsch. Ob das Tablett dabei hilft, nicht entdeckt zu werden? Naja, bisher funktioniert's. Muss ich das jetzt verstehen, Schatz, oder was soll das? Was denn? Tablett als Schutzschild und das sind da. Ach so, hier. Kannst du mir was sagen, was mit dir los ist? Ja. Da bist du fast in den Busch rein. Das ist auch nicht mehr drauf zu stellen. Ja, das war aber gerade so eine Abwehr. Weißt du was? Hier Tiere sind. Was für Tiere? Irgendwas stimmt hier nicht. Die Wolnische Lieblingsbar in Evrenseki. Ali verbringt den heutigen Abend mit Servet. Seine Freundin Estefania nervt ihn seit ein paar Tagen mit zu viel Eifersucht. Silvia hat von dem Männerabend gehört und den heutigen Strandspaziergang mit Harald bewusst in die Bar gelenkt, in der auch die Jungs ihre Zeit verbringen. Sie will heimlich schauen, wie sich Ali und Servet in Abwesenheit ihrer Freundinnen verhalten. Dass er Teil einer Beschattungsaktion ist, weiß Harald noch nicht. Schatz, was guckst du denn da, Mann? Was denn? Da sitzt doch Ali und Servet, oder? Soll ich die mal rufen? Schatz! Hallo? Ja, was denn? Jo, Schatz, jetzt muss ich das. Pass auf, die Estefania und der Ali. Ja, die Estefania. Pass auf mit deinem Kaffee. Ja, ist da ein bisschen komisch. Soll ich mal den Kaffee nehmen? Nein! Die Estefania ist da ein bisschen komisch, so Ali, weil Ali auch die ganze Zeit so lange arbeitet und. Ja. Sie sagt zwar hier, sie glaubt nicht und. Aber ich dachte, für mich gebe ich ihr so ein bisschen Gewissheit. Ich habe so am Rande heute mitgekriegt, dass die Jungs hier nach Murat gehen. Und da habe ich gedacht gehabt, dann können wir zwei das auch mal schön ausnutzen. Mal so ein bisschen am Strand schön spazieren gehen und uns dann noch irgendwo was hinsetzen. Dann kam ich komme mal jetzt so ein bisschen vor wie Mittel zum Zweck. Ja gut, ich meine, ich bin unter dem Vorwand jetzt der Zweisamkeit hierher gelockt worden. Komm, Schatz, geh mal zum Strand runter. Wir waren schon lange nicht mehr zusammen, alleine was machen und so. Und im Endeffekt haben wir dann den Jungs nachspioniert. Gut, ich meine, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist manchmal besser. Okay, ja. Kann ich ja verstehen. Aber muss man da so eine Eifersuchtelei jetzt anfangen? Und Schatz, die Estefania weiß da nichts davon, dass ich hier bin. Die weiß da. Nein, Schatz. Ich als Mutter muss doch beruhigt sein. Das ist aber nicht dein Ernst jetzt. Ja, pass mal auf, das ganze Zeit. Du hast es von dir aus inkognito jetzt gemacht? Ja, für meine Tochter. Also denn die Estefania weiß von gar nichts? Nein. Die Jungs nicht. Wissen von gar nichts? Nö. Ich war auch der Ochse, wo ich wusste? Ja, mein kleiner Ochse. Ich finde das ja echt toll. Schatz, jetzt sei nicht sauer. Komm, wir gehen jetzt gleich auch mal Hallo sagen. Aber das hat was. Und sagen, seid ihr auch. Das hat aber was mit Vertrauen zu tun, Schatz. Ja, was hat das denn mit Du kannst mich doch einweihen und sagen, du Nein, ich hab dich doch mitgenommen, Schatz. Das ist doch mehr wie ein Vertrauensbeweis. Okay. Dass ich dich mitnehme an den Tatort. Dann lass uns dann. Aber Schatz, tu mir einen Gefallen. Nur ein. Verpetz mich nicht. Lass uns mal darüber wackeln, dann. Ja. Nö, ich habe jetzt gar keinen Bammel, hier zu den Boys zu gehen. Warum? Hallo? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Birazdan eve gideriz. Biraz oturalım. Belki film falan izleriz. Ali, Seven. Baba. Hier. Baba. Ich dachte, ihr seid oben irgendwo in einer Bar. Ja, was macht ihr hier im Strand? Wir Strand spazieren. Wie spazieren? So und ein bisschen spazieren. Warum habt ihr da nicht gesagt? Ja. Ja, Pippi abgegeben bei Sarafina. Normalerweise schreibt sie mal in Familiengruppe, dass du. Nein, alles gut. Wir wollten mittels Weisamkeit. Und weil es Zufall, dass wir euch hier gesehen haben. Okay. Wollten was trinken, schön gemütlich noch.
wenn er gesagt hätte. Nein. Wollt ihr mal was trinken? Nein, nee, alles gut, wir wollen euch spazieren. Wir können auch mitspazieren, ne? Nein, wir wollten euch spazieren. Nein, alles gut. Alles gut. Mama, Papa, will ich? Nein. Bis später. Viel Spaß. Bis später, ne? Bis später, ja. Schön sauber bleiben, ne? Ja, machen wir. Der nächste Tag in Ilica. Estefania hat schon geschlafen, als Ali nach Hause kam. Die 21-Jährige ahnt noch nicht, dass sich ein Gewitter zusammengebraut hat. Morgen? Morgen. Warum liegst du auf der Couch? Wir müssen nach Hause. Ich war 12 Uhr nach Hause. Hä, warum krieg ich jetzt keinen Kuss? Hä, was hast du denn? Warum schickst du gestern deine Mutter dahin? Wohin habe ich Mama geschickt? Bar. Hä? Ich habe Mama nirgendwo hingeschickt. Ich war hier mit Loredana. Mama und Harald haben gesagt, die gehen spazieren. Das ist komisch. Deine Mutter und dein Vater ist dabei. Schatz, ich habe nichts gemacht. Wirklich, ich habe nichts gemacht. Ich weiß davon nichts. Ich schwöre auf alles, ich weiß davon nichts. Ich weiß nicht. Und deswegen schläfst du auf der Couch. Ja. Weil denkst du wirklich so von mir, dass ich jemanden schicke, der guckt, was du machst? Ja, vielleicht. Dein Ernst? Ja, deine Eifersucht ist ein bisschen anders geworden. Oh ja, Schatz. Ja, glaub mir. Du siehst das nicht. Ich weiß auch, das war von mir zu viel die letzte Zeit. Mit meiner Eifersucht, mit dem immer Fragen, bla bla bla. Das war zu viel, du hast recht. Ja. Aber ich kontrolliere dich nicht, Schatz. Nein. Okay, dann sagst du mir bitte richtig Antwort. Was mag dein Vater und was mag Schatzi, deine Mutter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung. Wir möchten nur gestern spazieren, wir möchten nur reden und einfach... Kalbim, wirklich, ich weiß nicht, was Mama und Harald da gemacht haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, soll ich Estefania glauben oder nicht? Ich bin so sauer. Ich werde jetzt auch runter zu Mama und Harald gehen und werde die fragen, was das soll. Weil das ist nicht in Ordnung, dass die euch da irgendwo hinterher spionieren. Bis gleich. Dann geh deine Mutter, frag, was ist gestern. Ja, mache ich jetzt auch. Was geht denn bei Mama ab? Jetzt mal no joke, man kann auch echt übertreiben, ne? Also wenn ich ein Problem damit hätte, ja, vielleicht finde ich es nicht ganz so geil, dass Ali da meint, mit Servet rauszugehen. Aber dem jetzt nachspionieren, sorry Leute, wo leben wir denn jetzt? Und dass Mama da jetzt wieder meint, ihr eigenes Ding zu machen, finde ich echt nicht cool. Ehrlich, finde ich nicht geil. It feels so good to be bad. Oh, Silvia weiß noch nicht, dass sie aufgeflogen ist. Stand jetzt ist Estefanias Mutter der Überzeugung, dass die Jungs gestern nicht kapiert haben, dass sie in geheimer Mission unterwegs war. Rosanna. Hi. Rosanna. Da wollen wir. War eben noch da, ich weiß nicht. Mama? Tag, Frau Wolny. Boah, Estefania, erschreck mich doch nicht so, Mann! Möchten Sie mir vielleicht irgendwas sagen zu Ihrem gestrigen Ausgang, den Sie hatten? Ey, der war so cool, hör mal. Ja, war cool, Ali und Servet hinterher zu spionieren. Wo bin ich denn hinterher spionieren? Wo bin ich denn hinterher spionieren? Mama, was soll sowas denn? Ich rede mit dir offen über meine Probleme. Ich sage dir, was mich stört, was mich belastet. Und du meinst dann, warum auch immer, dir irgendeinen Film zu schieben und den beiden einfach hinterher zu spionieren? Was soll sowas denn? Ich hab den nicht. Pass auf. Nein, das war Zufall, ne? Estefania, kommst du jetzt erstmal runter? Nein, Mama, sowas muss nicht sein. Pass mal auf. Ich wollte für mein Mädchen nur das Beste. Für mein Mädchen nur das Beste. Und deswegen spielst du den beiden hinterher. Und ich bin jetzt die Doofe da oben. Ali denkt, das ist alles meine Idee gewesen. Nein, ja, nein. Soll der Ali nicht denken? Ja, du kannst dich bei ihm entschuldigen. Du kannst das mit ihm klären. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Nein. Da war nichts. Da war kein Rötchen oder was? Du kannst dich gleich bei ihm entschuldigen und du kannst das wofür, mit ihm dass ich einen Ausflug wofür? Gemacht habe und die mir über den Weg gelaufen sind? Dass du den beiden hinterherspioniert hast und ich jetzt die Doofe bin, die das da oben wieder ausbaden darf. Nein! Ey, Estefania! Wo bin ich jetzt der Arsch hier oder was? Es geht einfach null, meiner Meinung nach. Sowas kann man einfach nicht bringen. Und dann sitzt sie da, beziehungsweise steht da, rennt mir hinterher und zeigt einfach null Einsicht. Das macht mich dann noch wütender. Die saßen da ganz friedlich. Das macht man nicht, Mann. Was wäre denn gewesen, wenn jetzt ganz normal alles gewesen wäre? Soll ich denn auch einen riesen Bogen um die Leute machen? Ja. Ich kann doch mal grüßen. Du hast doch genau gewusst, dass die da ja, unten sitzen. So. Ja klar, weil es mir... Ja, aber da muss man doch nicht noch extra hinlaufen. Ihr regt euch alle so künstlich auf. Ja, ich reg mich doch gar nicht auf, Töber. Warum macht man das nicht? Man spioniert niemanden hinterher. Man zieht keine... Dritten mit da rein und das hast du gemacht, indem du Harald mit reingezogen hast. Die Äste sitzt jetzt da oben und hat den Palaver mit Ali. Ja, jetzt habe ich im Endeffekt hier von Gott und der Welt einen Einlauf gekriegt, ne?
Und dabei wollte ich doch damit gar nichts Böses bezwecken. Ich wollte doch nur ja, das Beste für Estefania. Weil sie ja die ganze Zeit so einen auf eifersüchtig gemacht hat.